Hallo Leute und willkommen zurück zu Fairy Legends of Avalon, hier mit dem coolen Sphinx, mit dem wir jetzt zusammen kämpfen werden, oder wir kämpfen allein oder wie dem auch sei. Ich gehe jedenfalls mir hier hin und frage mich, sollen wir nicht irgendwie jetzt wohin, wo rein? Sollten wir nicht los? Ich glaube, ich quatsche ihn nochmal an, damit ich es wirklich genau weiß. Was willst du? Es gibt da ein paar Dinge, die ich gerne wissen würde, ne? Der hat die Orientierung von, genau. Wir hatten doch aber. Bla bla. Dann reden wir jetzt nochmal mit ihr oder wie helfen wir dem Skarabäus jetzt, weil der die Orientierung verloren hat? Steht dazu vielleicht hier irgendwas? Nehmen wir Lumpus Rätsel. Ach ja, die höchste Stelle müssen wir auch noch hier finden, ne? Heiliger Skarabäus, finde heraus, was den Skarabäus verwirrt. Ja, der Zauber halt. Finde in der Stadt der Illusion ein Stück Stoff. Okay, das muss ich auch noch hinkriegen. Ein Stück Stoff finden. Vielleicht bei der Händlerin? Weiß ich nicht. Wir gehen mal hier rein. Kann die uns helfen? Du hast mich belogen, aber ich bin mir jetzt über mein falsches Handeln im Klaren. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um den heiligen Skarabäus zu retten. Nimm dieses Artefakt, du wirst es brauchen können. Aha, das war jetzt aber... Ich dachte, ich werde jetzt hier bestraft. Gerne lassen wir dich an unserem Wissen teilhaben. Problem der Wüste. Weißt du vielleicht, warum der heilige Skarabäus die Orientierung verloren hat? Ich weiß nur, dass der Unhold, der den heiligen Skarabäus so erzürnt hat, auf ewig verflucht sein wird. Aha. Okay, dann... Zu Hause eine Wüste, ich bin in der und was, die wie ein Fluch verkommen ist, fühle ich ein Segen. Okay. Ja. Waffe aus verbessertes Erzset. Das ist nett. Aber es ist eigentlich nicht das, was ich will. Ich will ein Stück Stoff jetzt. Obwohl das eigentlich gar nicht mein Plan jetzt war. Aber jetzt will ich das Stück Stoff. Ich nehme mal an, das kriege ich bei der Händlerin. Aber okay. Die Kiste hatten wir schon. Mache ich denn jetzt mal? Quassel ich jetzt einfach mal mit allen? Oder kann die mir hier vielleicht helfen? Hallo! Ja. Du weißt nicht zufällig, warum der heilige Skarabäus die Orientierung verloren hat, oder? Nein. Okay. Ja. Grenzenlose Geduld. Und dann immer diese Geräusche. Okay. Ich werde das Stück Stoff schon finden. Es kann ja alles sein. Ich möchte das doch so gerne für sie finden. Entweder Händlerin oder es liegt und flattert wirklich irgendwo rum. Vielleicht kann uns ja hier der hier helfen. Vielleicht hat der was damit zu tun. Oder der Sindbad-Typ. Hallo, Alexis. Klar doch. Weißt du, warum der heilige Skarabäus die Orientierung verloren hat? Weiß es irgendjemand? Nein, da bin ich leider völlig überfragt. Ich dachte, er hat vielleicht genug davon, eine ganze Stadt auf seinem Rücken herumzutragen. Ich meine, wie würdest du es finden, wenn plötzlich eine Menge Kreaturen auftauchen und auf deinem Kopf eine Stadt bauen? Weiß ich auch nicht. Aber das kann natürlich auch gut sein, dass dem das dann langsam nicht mehr passt. Niedlich. Okay, der kann mir nicht helfen. Das sind unsere Freunde hier. Hier, Antiquitätenhändler. Du. Problem. Skarabäus. Nur wenige Geschöpfe wären dazu in der Lage, ein so mächtiges Wesen wie dem heiligen Skarabäus das Leben schwer zu machen, aber... Kreaturen wie der Ifrit dürften dazu in der Lage sein. Das Temperament dieser Jinjat sorgt immer wieder für Unheil, aber in der Regel sind die Auswirkungen so gering, dass die Sache normalerweise bald wieder in Vergessenheit gerät. Wo finde ich den Ifrit? So ein bisschen wie bei Final Fantasy. Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Er steht gerne auf belebten Plätzen und hält Reden vor der Menge. Er will die Bevölkerung anstacheln, sich gegen die fremde Macht zu erheben, die uns kontrolliert, aber scheinbar ist er jetzt verschwunden. Okay. Ja gut, dann danke, aber der hat ja auf jeden Fall schon mal geholfen. War mehr als die anderen jedenfalls. Der kleine Drache macht wieder komische Geräusche. Hier wäre doch ein Stück Stoff gar nicht schlecht. Sag mir mal, wo der Ifrit ist. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir sagen könntest, wo man für gewöhnlich den Ifrit findet.
Ach, wenn mein Mann doch nur höflich gewesen wäre. Wie kannst du es wagen, mich an ihn zu erinnern, du herzloses Monster? Hä? Du bist genauso taktlos wie all die anderen, aber gut. Wenn du den Ifrit aufspüren willst, musst du seine Urne finden. Er hat sich links unter dem Panzer des heiligen Skarabäus versteckt und lässt sich von Ghulen beschützen. Links unter dem Panzer des heiligen Skarabäus. Okay, danke. Das ist ja, links unter dem Panzer. Versteckt er sich, der Halunke. Ist das so? Ja, der ist bestimmt nicht so einfach zu finden, oder finde ich den jetzt gleich hier irgendwo in diesem Buschzeug? Kann ja überall sein hier. Ey. Versteck dich nicht. Ich finde dich. Ich weiß gerade nicht, wo vorne und links und hinten und irgendwas ist. Das ist hinten. Also irgendwo da. Oder hier. Bist du irgendwo hier? Vielleicht ist das auch ein bisschen zu weit. Panzer ist ja mehr so da. Oh Gott, ist das alles hier? Ach, guck mal, da ist noch eine Kiste. Sieh mal einer an. Wasserset, verbessertes. Das finde ich gut. Vielleicht bin ich irgendwie doch nicht links oder so. Hm. Wer ist da? So, da ist wieder dieses Vieh. Der kleine Fuchs. Hier vielleicht? Ach, guck mal. Hallo. Diese Höhle ist voller Ghule, widerwärtiger und abscheulicher Kreaturen. Willst du wirklich gegen sie antreten? Es könnte vielleicht eine Möglichkeit geben, das zu vermeiden. Ghule? Angst? Wie kann man so ein strammer Bursche wie du nur Angst haben vor diesen kümmerlichen Kreaturen? Ich habe keine Angst und wenn du mir befiehlst, zu folgen, folge ich dir. Aber eine List würde den Sieg über diese Abscheulichkeiten doch viel angenehmer gestalten. Okay, dann... Es stimmt schon, wenn wir einen Kampf mit diesen schrecklichen Kreaturen vermeiden könnten, wäre das Leben viel angenehmer. Lass uns versuchen, sie zu vertreiben. Wie denn? Wie denn? Wie können wir die rauslocken, oder was habt ihr jetzt hier vor? Leute. Ich gehe da jetzt sonst einfach rein, ne? Ich gehe da einfach rein. Weiß ich nicht. Habt ihr irgendwas... Ich weiß nicht, wie wir hier eine List anwenden könnten. Steht denn hier irgendwas mit List? Hilf Gubedick. Viele Berichte Gubedick von seinen Cousins. Ja, das machen wir noch. Besiege den Ifrit. Okay. Dann machen wir es mal auf die herkömmliche Weise. Los geht's. Goblin. Kampf. Action. Von bisher haben wir sie alle klein gekriegt. Fliegender Krummsäbel? Sandsturm. Können wir noch nicht, aber wir können Tornado machen. Hier. Unser neuer Freund in Action. Yeah, aber der ist noch nicht so ganz stark. Wie immer ist das Feuer, das brennt, ziemlich praktisch vom Drachen. Finde ich immer noch. Sehr gut. Inferno mal bitte auf beide und Feuerball auf den. Falls er dann immer noch nicht brennt. Der andere, aber er brennt schon. Sehr gut. Sechsunddreißig. Das stecken wir weg. Wirbelsturm. Tornado. Jawohl. Das ist gut.
jetzt noch ein bisschen brennen. Und dann glauben beide schon dran? Nein. Aber der jetzt. Der jetzt schon auch. Sehr gut. 500 Erfahrung. Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht, wie wir hätten die mit einer Liste überzeugen können. Geh bis zur Urne. Vielleicht kommt das mit der List ja noch. Können wir die einfach überfliegen? Nö. Wir müssen mit denen kämpfen. Das ist okay. Damit komme ich klar. Der brennt nicht. Der brennt. Ausgewichen. Na toll. Na, wenigstens einer. So, Tornado dann bitte mal. Das ist nicht so stark von ihm. Ich glaube, ich sollte ihn lieber mal mit physischen Kräften angreifen lassen. Habe ich fast das Gefühl. Bei ihr ist Tornado halt sehr stark, weil halt volle Stufe. Und Entfernen auf alle wäre cool. Jetzt brennen sie auch alle. Sehr schön. Gut ausgewichen. Wir machen mal den fliegenden Krummsäbel hier. Na komm. Ja, die stecken schon ein bisschen was ein, aber irgendwann müssen sie alle dran glauben. So, fliegender Krummsäbel nochmal. Ach, mach sie platt. Aber er macht nicht so viel Schaden, finde ich. Und so richtig den Dreh mit ihm raus haben natürlich auch noch nicht, aber... Oh. Bisher hatten unsere Mitgliedscharakter, die Extrakämpfer, hatten irgendwie nie viel Schaden. Und nach wie vor ärgere ich mich, dass ich halt nicht weiß, kann ich mit ihr noch was anderes machen, außer mit Tornado angreifen oder nicht. Oh, beide sind tot. Sehr schön. Gut gemacht, Drake. Drake. Fertigkeitsbogen. Super. Ja, da sind wir wieder beim Thema hier. Unten oben. Ich kann ja nichts machen irgendwie. Das ist irgendwie nicht so geil. Was war Feuerball Stufe 1? Nova Stufe 2. Da kann ich natürlich hier auch was lernen, aber auch da nicht. Hier ist doch schon volle Zahl. Oder kann man das noch upgraden, obwohl es schon Aktionen? Wenn ich das jetzt upgrade, auf was geht's denn dann? Befindet sich bereits auf der höchsten Stufe, ja, dann kann man da nichts mehr machen. Ich verstehe das nicht. Ich würde gerne noch was anderes lernen außer das. Und ich verstehe auch nicht, warum hier dann steht, hey, Feuerball, dies und das. Kannst du erst machen, wenn du das gelernt hast? Wo denn? Wo kann ich das lernen? Ich weiß es nicht. Ich mach mal Eisgeschoss nochmal. Findet sich auch? Ich jetzt? Findet sich bereits auch schon. Ach so, wusste ich gar nicht. Dann einmal die Geschosse nochmal. Upgrade bitte. Das lassen wir mal. Genau. Und dann will ich mal gucken jetzt im Inventar, wie sieht es denn aus mit verbessertem Wasser? Wie viele haben wir davon mittlerweile? Da habe ich nichts von.
Das lasse ich dann erstmal auf Luft. Wie sieht's hier aus? Wasser verbessert. Sehr schön. Hier hätte ich auch Wasser verbessert. Und hier noch nicht? Nein, hier auch noch nicht. Okay. Dann bleibt Kleidung und Stiefel. Sonst hätten wir Wasser auch verbessert. Ob das aber so effektiv ist, wenn wir nicht mit Wasser angreifen, verstehe ich auch nicht. Aber okay. Lass es jetzt einfach mal nur outfitbedingt gerade mal so. Wir werden die Kämpfe auch so schaffen. Wobei ich glaube, dass es halt effektiver ist, das gleich wieder zu ändern auf Luft. Weil bestimmt dann ihr Luftangriff besser ist. Ich gehe mal hier geradeaus, lieber Leute. Hm, muss ja nicht sein. Wie, was ist das hier für ein Geschwabbel? Was ist das hier? Iu. Da wird gespeichert. Kommt jetzt der Ifrit? Da ist er, der Ifrit. Oh nun, ich habe natürlich mein Set jetzt nicht ausgerüstet. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Neuer Abschnitt, besiege den Ifrit. Okay, dann werde ich mit der Ausrüstung jetzt kämpfen müssen. Egal, Tornado. Aber sie macht immer noch 80 Schaden. Anscheinend ist es egal. 3 mal 88, das war doch super. Er greift mit Feuer an. Hm. Ist dann Feuer das Richtige? Ich mach mal vorsichtshalber einmal noch Feuerball. Oh oh, nee, dagegen ist er ziemlich immun. Dann nehmen wir den normalen Stärkeangriff und er brennt. Okay, Tornado und Angriff. Sehr gut. Und der hat jetzt hier den Skarabäus verhext, oder was? Der Idiot. Und Eis... Nein, Eisgeschoss möchte ich. Genau. Gut, gut, gut. 88 ist sehr gut. Und 96 mit Eis. Na, geile Sache. Das Brennen hilft aber gar nicht. Aber er macht auch bei unserem Drake dafür keinen Schaden, weil er selber mit Feuer angreift. Finde ich gut. Stärker Angriff und... Nee, Feuerball nicht. Ja, dann mache ich normal Angriff. Du darfst einen Wirbelsturm machen. Und ein Tornado. Der muss schon ordentlich einstecken jetzt hier, der Typ. Eisgeschoss dreimal. Da weicht er aus. Das lässt er sich nicht sagen. 192, mein lieber Schwan. Was macht er jetzt? Aber sie ist ausgewichen. Das hat sie gut gemacht. Das hat irgendwie uns nicht so viel ausgemacht. Der Drake kann aber trotzdem angreifen, auch ohne Feuer. Ich mache einen Sandsturm. Weil wir es können. Bin froh, dass wir den genommen haben. Mit Feuer wären wir jetzt nämlich nicht so gut dran gewesen. Und dreimal Eis wieder. Das war's. 800 Erfahrung, mein lieber Schwan. Erstatte dem Sphinx Bericht. Ja, das machen wir. Was für eine Schande. Wurde ich doch glatt von Oberons lächerlichen Schergen besiegt. Handlanger, die bei einem fremden Despoten in Lohn und Brot stehen. Alle meine Hoffnungen, mein Volk zu befreien, wurden zunichte gemacht. Es ist aus. Aus! Aus! Was redest du denn da? Du hast nur eines geschafft, und zwar den Skarabäus daran zu hindern, seinen normalen Weg fortzusetzen. Jetzt ist er am Verdursten. Das habe ich nie gewollt. Seit Jahrhunderten leidet mein Volk unter der Regentschaft eines fremden Königs und als Dank dafür entzieht er unserer Welt die Magie. Ich habe mir die Unabhängigkeit für uns herbeigesehen und wollte doch nur dieses Joch abschütteln. Warum bist du über den König so erzürnt? Er verachtet uns und bringt keinerlei Verständnis für uns auf. Für ihn sind wir doch nur eine magische Energiequelle. Noch nie hat er Interesse an unserer Kultur und ihren Besonderheiten gezeigt.
Jetzt kann ich nachvollziehen, warum du so gehandelt hast, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du deine Welt beinahe ins Verderben gestürzt hättest. Ich werde mit dem König reden und versuchen, ihm klarzumachen, dass er an deinem Volk mehr Interesse zeigen sollte. Ich weiß nicht, ob ich dich verfluchen oder umarmen soll. Nee, lass das mal mit dem Umarmen. Du bist ganz anders als die anderen Fremden und das werde ich dir nie vergessen. Ich muss jetzt gehen. Bestimmt gibt es für dich auch noch wichtige Dinge zu tun. Och, so ein Ifrit kennenlernen. Ja, es gibt für uns noch viel zu tun. Der Ifrit war sehr stark, Alexis. Fast bereue ich es, dass wir gegen ihn gekämpft haben. Er hatte eigentlich sehr hehre Beweggründe, auch wenn sie unsere Welt fast in den Ruin getrieben hätten. Wir sollten jetzt die Urne des Ifrits nehmen. Ich hab sie und Selim, ich kann dich sehr gut verstehen. Seine Absichten waren wirklich nicht schlecht. Wir sollten von hier verschwinden. Der Gestank des Todes und der Verzweiflung ist nicht auszuhalten. Ich möchte nicht länger hier bleiben als nötig. Wir bleiben aber noch. Ich würde mich gern zuerst in diese Gänge umsehen, um ganz sicher zu gehen, dass wir nichts Interessantes übersehen haben. Ja, genau. Sonst war es das nämlich. Hier mit all den schönen Dingen, wie das zum Beispiel dieser Kiste. Verbessertes Luftset! Juhu! Das ist gut. Und Heiltrank und Wiederbelebungselixier und verbesserte Luftset! Yeah! Boah, was wir hier alles finden. Wahnsinn. Verbessertes Wasserset. Na. Das war doch mal richtig cool. Hier blinkert hier noch irgendwo was. Was schleimert hier denn so vor sich hin? Was matscht hier so? Keine Ahnung, was jetzt hier mit der List gemeint war. Da haben wir dann wohl einfach mal Pech gehabt. Genau, da wo die Viecher sind, da würde ich gerne nochmal durch. Weil ich weiß nicht, ob da was hinter ist. Deswegen machen wir die auch nochmal eben platt. Dauert mit denen länger als gegen den großen Ifrit. Gut, dass sie schon mal brennen. Der dritte brennt nicht. Da ist eine Kiste. Okay, die stehen vor einer Kiste. Die hätte ich dann auch noch ganz gerne. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, jetzt. Hört mal auf, euch aufzuregen. Ihr stirbt sowieso. Das bringt nicht so viel, muss ich sagen. Eisgeschoss. 120. Sehr gut. Und Inferno bitte einmal. Und den Feuerball nochmal auf den dritten. Falls er dann immer noch nicht brennt. Aber der brennt. So, das war's mit dem. Finde ich gut. Zwei sind noch da. Aber nicht mehr lang. So, Eisgeschoss. Einfach mal drauf. Genau. Und nochmal. Oh Manno. Feuerball bitte. Der ist weg und den nächsten bitte auch nochmal. Ach, der letzte steht uns bevor. Wenn wir die Kiste jetzt auch nochmal kriegen hier. Die sehen aber auch echt so zombie-mäßig aus, die Ghule. Finde ich aber ganz cool eigentlich, wie sie gemacht haben. So, das war's. 750. Wir kriegen hier ordentlich Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Jetzt schnell die Kiste. Armbänder aus verbessertes Set für körperliche Resistenz haben wir geschenkt bekommen. Damit haben wir vielleicht ja auch die letzte Kiste hier in den Höhlen gefunden. Ich werde nochmal eine Runde drehen und gucken, ob ich was übersehen habe. Wir sehen uns im nächsten Part von Fairy Legends of Avalon. Bis dann!